Partyzug Teil 3. Hallo Modellbahnfreunde, willkommen bei Bahntasie. Im ersten Teil wurde es hell, im zweiten Teil wurde es laut und im dritten Teil wird es bunt. Das heißt, ich werde meine Waggons so weit umbauen, dass ich sie umlackieren kann. Das heißt, die Personenwaggons werden mit Fans ausgerüstet, die werden innen drin ein bisschen angemalt und soll auch noch Licht bekommen. Und den Postwaggon, den muss ich auch umbauen. Hier drin sind dann auch so kleine, ja, so Postregale, wo halt die Post früher einsortiert worden ist. Die möchte ich dann jetzt noch entfernen, beziehungsweise soll auch dieser Postwaggon eine andere Farbe bekommen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an und ich stoppe jetzt mal den Decoder. Wir brauchen das Licht jetzt nicht. Und zerlege die Waggons. Bei dem Waggon ist es ein bisschen tricky, weil das Dach geht nicht so ohne weiteres ab. Das Dach muss man nach hinten ziehen und dann kann man das rausnehmen. Das muss man erst mal wissen. Ich habe da eine ganze Weile gebraucht, um das rauszufinden. Aber jetzt haben wir das schon so weit ab und im nächsten Schritt muss ich dieses Gehäuse abbauen. Ich mache jetzt erstmal hier die Fahrwerke ab, weil die stören jetzt gerade aktuell nur. Und dann entferne ich jetzt das Gehäuse. Das ist so ein Snap-In-System. Muss man ein bisschen herumprobieren. Das ist nicht ganz einfach, weil die Gefahr besteht natürlich, dass man die Nasen auch abbricht. Das soll natürlich eben nicht passieren. Puh, eine schwere Geburt, aber es hat funktioniert. Jetzt bin ich soweit und kann meine Abteile farblich gestalten. Dazu entferne ich jetzt mal das da und fange jetzt hier an zu pinseln. Ich werde die Sitze hier in einem relativ bräunlichen Ton halten, ja, weil ich sage mal, die sind ja, ich glaube im Original sind sie auch so rotbraun, aber darauf kommt es ja auch nicht so an. Man könnte jetzt sagen, diesen Aufwand zu betreiben, ob sich das denn wirklich lohnt. Ich sage mal ja. Weil erfahrungsgemäß ist es halt so, dass wenn man jetzt da noch Licht eingebaut hat, dass dieses Licht auch die Farbe zurückwirft. Das heißt, die Farben, die hier drin gegeben sind, die werden dann auch dafür sorgen, dass die Lichter etwas bunter sind hier drin. Und nicht einfach so nur ganz normal stinknormales Weiß. Und deswegen werde ich jetzt die farblich gestalten, die Sitze. Und ja, dann schauen wir uns das mal an, wenn es dann fertig ist. Die Sitze sind jetzt soweit fertig, sieht jetzt so aus und jetzt wird noch der Boden in einen rötlicheren Braun eingefärbt, also nicht ganz so dunkel, sondern ein bisschen heller. Da machen wir das mal rein. Soweit habe ich den jetzt schon fertig. Jetzt fehlen natürlich noch die Passagiere und die müssen natürlich auch speziell angekleidet werden. Dafür habe ich mir hier günstige Figuren geholt. Ich meine, man kann die auch recht teuer kaufen, aber das ist natürlich schon schade, denn das ist mehr Verschwendung, wenn man dann so hochdekorierte Figuren nimmt dafür. Die eignen sich eigentlich eher für eine Außenverwendung. Das ist zum Beispiel dieser hier, der ist halt doch ein bisschen... Na. Und das sind halt die günstigen und diese günstigen, die eignen sich eigentlich prima, um die versteckt einzubauen. Ne? Die kann man auch ein bisschen zerschneiden, ohne dass es schade ist. Und die setze ich jetzt auch mal da hinein. Das heißt, ich werde hier ein bisschen Kleber verwenden. Da, das passt. Werde ich hier ein bisschen Kleber verwenden und dann nehme ich jetzt mal die erste Figur. Und schneidet er die Füße ab. Das Problem ist, dass die nicht hundertprozentig da reinpassen. Den Stock brauchen wir auch nicht, der kann auch noch weg. So. Dann wird er in Leim getaucht und dann nimmt er in meinem Zug Platz.
Ich habe jetzt erstmal weitgehend alles reingeklebt, was so reingepasst hat. Jetzt füge ich den Waggon wieder einigermaßen zusammen. So. Ja, das sehe ich, es gibt einen Konflikt mit der Person hier, aber das geht schon. Und jetzt fülle ich jetzt noch ein bisschen so mit herumlaufenden Personen halt den Zug auf und dann denke ich mal, war es das schon für diesen Waggon. Die Partygäste haben Platz genommen und laufen herum. Wie man sieht, hier sind ein paar Neon-Trikots dabei. Da haben so einige Vereine ganz, ganz böse Erinnerungen dran. Aber ich mache da mal jetzt keine Andeutungen weiter. Bevor der Waggon seine Streifen bekommt, muss ich ihn erstmal vorbereiten. Das heißt, ich muss die störenden Symbole wie deutsche Bahnzeichen und die erste Klasse-Symbole wegbekommen. Zuallererst entferne ich jetzt erstmal hier noch die Scheiben, weil das ist, glaube ich, relativ wichtig, dass die nicht verkleistert und verklebt werden. Vorsicht sein, es ist ganz leicht hier nur eingehangen. Kommt auch noch was freiwillig raus, ist auch gut. Raus muss es auch vorm Lackieren. Dann entferne ich das hier auch gleich noch, den Puffer da. Und die Scheibe, jetzt müsste eigentlich jetzt relativ super abgehen. Wenn die Scheiben draußen sind, müssen wir den Waggon zum Maskieren vorbereiten. Dazu müssen wir auch die überflüssigen Symbole übermalen. Das mache ich jetzt ganz normal mit Pinsel. Muss man ein bisschen dünn auftragen, dass es nicht zu viel wird. Es kann ruhig ein bisschen fleckig sein, weil im Original ist es auch bloß mehr oder weniger übermalt worden und die sind auch nicht wirklich hundertprozentig. Den erste Klasse Streifen hier oben noch entfernen. So. Damit habe ich jetzt die Basis zum Lackieren schon geschaffen und im nächsten Schritt wird jetzt abgetaped. Jetzt klebe ich den Waggon soweit ab, ganz leicht unterm Fenster, dass wir da nicht aus Versehen was rosa machen, was nicht rosa werden soll. Also, dass sich Farbnebel ablegt, das muss ja nicht sein, das wäre schade drum. Einen dünneren kann ich jetzt dann erstmal nicht machen. Da muss ich erstmal warten, bis ich den dickeren, bis der dickere Streifen lackiert ist. Und dann kann ich den dünneren Streifen abkleben. Die Türklinken selber werden jetzt natürlich auch pink werden, ganz klar. Dafür habe ich mir ein Chromstück besorgt und mit dem werde ich diese wieder silbern machen. Die Personenwaggons sind zum Airbrushen vorbereitet. Jetzt geht es noch weiter mit dem Partywaggon, den muss ich jetzt erstmal wieder zerlegen und dann ebenfalls vorbereiten, dass er lackiert werden kann. Den baue ich jetzt erstmal wieder so weit zurück. Das Dach muss wieder ab und auch das Fahrwerk muss wieder raus. Und dann bereite ich jetzt mal, und jetzt löte ich erstmal wieder alles ab. Erstmal alles zur Seite gelegt werden, das brauche ich dann später erst wieder. Den Waggon kann ich jetzt noch ein bisschen vorbereiten. Was mich jetzt hier stört, ist dieses Fenster. Das ist nämlich abgeschirmt im Moment noch. Normalerweise würde ich jetzt einen Dremel nehmen, aber ich glaube, für unsere Zwecke reicht auch ein Seitenschneider zu, weil das ist relativ dünnes Plastik und dann schneide ich das hier einfach ab.
auch, weil die Postfächer brauchen wir nicht mehr. Dann entferne ich auch noch diese Seitentüren hier, also diese Abteilabgrenzung, die brauchen wir auch nicht mehr. Und damit kann jetzt unser Licht ungestört herumscheinen, den können wir eigentlich auch noch entfernen hier, den brauchen wir auch nicht, weil das Partylicht soll ja weit wie möglich reinstrahlen in den Waggon. Diesen schwarzen Streifen hier mit den ganzen Waggon-Informationen möchte ich gern behalten. Deswegen werde ich mir den jetzt maskieren und dann kann auch dieser Waggon zum Lackieren. Müssen wir nochmal korrigieren ein Stück. So. Meine Waggons sind jetzt soweit vorbereitet. Ich habe meine Reflektoren drin, ich habe meine Leuchtstreifen fertig gemacht und ich habe meine Passagiere Platz nehmen lassen. Jetzt fahre ich ins Studio und da kann ich lackieren. Ich bin jetzt im Studio angekommen und als erstes baue ich erstmal noch meine Lok um. Die digitalisiere ich jetzt. Umlackieren tue ich es jetzt erstmal nicht. Und das sollte eigentlich relativ einfach gehen. Dazu nehme ich jetzt einfach nur die Lok und öffne an der Seite den Verschluss. Und schon geht die relativ einfach ab. Und dann habe ich hier an der Stelle habe ich meine Plugstelle. Und habe hier von Tillich einen Uhlenbrock-Decoder. Den kann ich hier ganz normal reinstecken. So. Passt sauber rein. Ist leider kein Sound-Decoder. Normalerweise sind hier die Lautsprecher verbaut an der Stelle. Aber in dem Fall haben wir leider keine Lautsprecher. Das heißt, mit anderen Worten, ich muss mich ohne Sound begnügen. Jetzt baue ich dann den Deckel wieder drauf. Und knackt das einmal. Und dann sollte das sauber eingerastet sein. Und ob der Decoder funktioniert, probiere ich gleich aus. Theoretisch müsste er voreingestellt sein. Wenn nicht, ist nicht so schlimm. Dann programmieren wir den. Und jetzt testen wir. Fahren tut sie schon mal. Und die Beleuchtung sollte ebenfalls angehen. Richtungswechsel wird auch angezeigt. Also der Decoder funktioniert. Das heißt, ich kann jetzt mit dem Umlackieren meiner Waggons weitermachen. Ich bin zwar jetzt hier im Lager angekommen, habe meine Lok auch digitalisiert, aber ich merke schon, das Video wird zu lang. Damit das alles in einem Rahmen bleibt, mache ich daraus jetzt zwei Teile. Das heißt, der Airbrush-Teil bzw. der Teil des Zusammensetzens. Der Teil bekommt ein eigenes Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, dass ihr keine weiteren Videos verpasst, schreibt mir doch ein paar Kommentare, wie euer Eindruck von diesem Umbau ist. Würde mich freuen, davon zu lesen. Ansonsten, ciao und bis bald, euer Andi von Fantasie. Ciao.